Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Cells. Endlich geht's weiter. Und momentan weiß ich auch noch, wo ich hier hin muss. Das wird sich aber vermutlich irgendwann noch ändern. Ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl bei der Sache. Verdammt, ich wollte rollen. Danke, ich wollte wieder rollen. Das war schon wieder eine sehr merkwürdige Animation. Er war da im Schuss drinne, aber irgendwie kam der da nicht an. Das sah alles ein bisschen sehr merkwürdig aus. Gut, ist natürlich auch immer die Frage. Das ist halt auch bei anderen Spielen so, je nachdem, wo man da gerade steht und wie schnell die ganze Animation ist, kann das hier und da durchaus schon mal ein bisschen komisch ausschauen. Oh, das hätte sogar locker noch gereicht. Sieh mal einer an. Weil auf einen Streich gibt's hier. Also mit euch würde euch gern mal... Genau, und ich könnte ja auch mal hier ein bisschen öfter... mit dem Feuer spielen. Ist hier irgendwas? Komm schon. Jawohl. Und diese diese halbautomatische Zielfunktion ist echt schon nett. Also das Ziel, er zielt nicht komplett automatisch. Also in jedem Winkel, aber das ist alles schon okay soweit. So, da haben wir einen Teleporter. Hier geht es aber ganz schön weit runter. Ah, ansonsten... Ich will nicht sagen, ich finde das Spiel einfach, aber ich finde es... Ich hätte gedacht, es wäre von Anfang an wirklich eine ganze Ecke schwieriger. Da haben wir die schwarze Brücke. Ha. Möchte ich erst hier hoch und nochmal rechts schauen. Gucken wir oben erst nochmal, bevor wir dahin gehen. Okay, komme ich da so rüber? Ja. Brutalität. Irgendwann werde ich auch mal Taktik nehmen, aber momentan versuche einfach das Zeug zu nehmen, wo ich ja gefühlt am besten klarkomme. So für den Anfang. Taktik, die ganzen Taktik-Sachen, also was ich da bisher so gesehen habe, das ist irgendwie das ist alles nicht meins, glaube ich. So für den Anfang. Mit dem anderen Zeug komme ich hier erheblich besser zurecht. So, was mit euch? Das ist so praktisch, dass er in der Luft stehen bleibt, wenn ich zuhaue. Halt, falsche Seite, verdammt. Halt. Durchrollen ist natürlich auch so ein bisschen unpraktisch. Komm schon. Komm schon. So, was haben wir denn hier? Hallo? Ja, das hat man wirklich Probleme, wenn er sich automatisch so festhält. Glitzernder Stein. 160 Gold. Wir haben jetzt knapp 15.000. Ist jetzt nicht unbedingt... Ja, gut. Aber bisher, wie gesagt, die Sache mit dem Gold... So toll fand ich das bisher nicht, ehrlich gesagt, was man sich dafür so holen kann. So, apropos, was man sich kaufen kann. Infanteriegranate 5 oder Tonikum. So ein Tonikum wäre natürlich schon echt... Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ich kaufe das jetzt auch. Halt 6,1% GP und mach dich unverwundbar für 3 Sekunden. Das ist schon... Ich glaube, das ist schon ordentlich. Auf jeden Fall. Das können wir wiederverwerten. Und der andere Kram ist mir jetzt hier an der Stelle mal sowas von egal. Meine Motivation ist immer noch so ein bisschen im Keller. Ein bisschen ist gut. Ich spiele halt eigentlich fast gar nichts momentan so nebenbei. Vielleicht mal ein bisschen, ja, Warplanes halt, um da mal irgendwie ein bisschen vorwärts zu kommen. Aber ansonsten... Hält sich das alles in Grenzen? Ich hätte ja
Ah, ich weiß es aber immer noch nicht hundertprozentig. Ich kann euch auf jeden Fall, wenn ihr Slazes Bayer gemocht habt, dann kann ich euch auf jeden Fall ganz dick, glaube ich, Monster Train empfehlen. Das solltet ihr euch mal anschauen. Ich hatte erst so kurz überlegt, ob ich dazu was mache, aber ja, ich kriege das momentan einfach von den Videos nicht hin. Gut, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Gehe ich jetzt hier runter zur Schwarzen Brücke oder sollte ich erstmal weiter rechts? Wobei, zur Schwarzen Brücke kann ich immer noch, ne? Also, wenn ich einen Teleporter finde, ich muss da nur dran denken. Monster Train ist noch nicht komplett aus der... Komplett, genau. Noch nicht komplett aus der Welt. Aber ich weiß nicht, ob ich das momentan wirklich schaffe, irgendwie noch was anderes nebenbei zu machen. Ich wollte sowieso noch zu dem einen oder anderen Spiel Video bringen, angespielt. Und selbst da hakt es schon ganz schön. Kann ich denn jetzt... Das sieht so aus, als ob ich hier runter kann. Geheimbereich. Ja, okay, das ist halt... Achso, das ist nur dafür. Okay. Oh, cool. Betäubungsgranate. Ha! Das ist ja fast so gut wie diese... Wie heißt die nochmal? Ich kann mir das echt nicht merken. Bärenfalle. Okay, das hätte ich gewusst. Aber um nochmal kurz auf Monster Train zurückzukommen. Wie gesagt, wenn ihr... Ich habe halt noch nicht viel davon gesehen. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Aber was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Ich sag's mal so. Alles klar. Okay, da geht's nicht weiter. Da müssen wir jetzt ja auch runter. Dann hat sich das Problem schon geklärt. Im Prinzip ist es in dem Spiel so, man fährt mit dem Zug durch die Hölle, hat über so mehrere Ebenen, kann man da Monster platzieren und dann kann man auch Karten aufwerten und den ganzen Kram. Aber wie gesagt, das gehört hier eigentlich auch nicht hin. Aber ich dachte, ich empfehle euch das einfach mal, obwohl ich es eigentlich nicht wirklich empfehlen kann, weil ich habe selbst noch nicht gespielt, aber es sieht halt sehr, sehr gut aus. Wobei, die Grafik stört mich halt so ein bisschen. Das hat so ein bisschen... Ja, das ist ein bisschen gemein. Das ist schon etwas gemein, wenn ich das sage. Aber das hat so ein bisschen Mobile-Game-Optik. Irgendwie diese polierte Grafik. Ich weiß nicht. Bin ich einfach kein Fan von. Aber gut, das war es jetzt auch schon zu Monster Train. Wir machen natürlich hier schon die ganze Zeit weiter. So, Neuschmieden. Ja, das könnten wir aufwerten. Ich glaube, ich möchte hier bitte das aufwerten. Minus 4% erlittener Schaden. Ah. Verursacht 15 Schaden. Dann verursache ich den Schaden an mir selbst, richtig? Und diese minus 4% Schaden sind dann... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ist das dauerhaft? Ich glaube, das ist dauerhaft. Das müsste eigentlich dauerhaft sein, weil das wäre kompletter Schwachsinn sonst. Weil... Gut, ich bin auch für die 3 Sekunden unverwundbar. Von daher, das wird sich schon ein bisschen beißen. In Gegnern steckenden Pfeile kehren zu dir zurück. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich schmiede das einfach mal neu. Steck den Boden um dich herum in Brand. Okay, das ist auch nicht so toll. Giftwolke. Vielleicht sollte ich auch einfach mal das Gold ein bisschen öfter dazu benutzen, um hier... Sachen aufzuwerten und oder neu zu schmieden. Ja gut, das möchte ich jetzt nicht aufwerten, weil das ist Bärenfalle 1 und das kostet 1750 Gold. Nein. Nein. Und der Rest ist okay. Brand ist ganz gut in Kombination hier mit Pyrotechnik, aber so wirklich kann man das auch nicht dauerhaft benutzen. Das kann man halt nicht dauerhaft benutzen. Oder regelmäßig, besser gesagt. Feuerstein, Neuschmieden, ja, gucken wir mal. Plus 40% Schaden, das ist doch super. Kritische Treffer plus 20% Schaden und kann nicht unterbrochen werden. Das gefällt mir doch richtig, richtig gut. Jetzt ist wieder die Sache hier. Predator wäre natürlich nett. Die Frage ist, die Punkte, die ich da unten reinstecke in die drei Sachen... Verstärken die auch diese Mutation oder ist das, hat das nichts so miteinander zu tun? Ha. Weiß nicht, vielleicht innerlich tot in Kombination mit Igda Urus Liox ist vielleicht ganz okay. Aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit hier irgendwie, dass man dieses Heilungsproblem irgendwie umgeht. Gibt es sowas wie passive Heilung? Die wirklich...
ja, die wirklich was ausmacht. Ansonsten, ja, Slow, okay. Ja gut, dann bringt, ich glaube, ich nehme hier wirklich Predator. Oder ist das dann so, muss ich dann vielleicht, wenn ich eine Taktikmutation ausgewählt habe, dann, Moment, das Töten eines Gegners durch einen Nahkampfangriff macht dich 1,1 Sekunden lang unsichtbar. Das bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie eine Waffe benutzen muss, eine Taktikwaffe, oder? Egal, ich werde es ja gleich sehen. So, GP wiederhergestellt, auch zur Schwarzen Brücke. Ich glaube, diese, ach, wie hieß denn dieser Feuerball? Pyrotechnik ist, glaube ich, ganz gut gegen Bosse. Weil da kann man immer schön auf Distanz bleiben. Hallo, Portier. Würde, kann ich irgendwie an dir vorbei? Das ist so gut. Und dann noch in Kombination mit der Bärenfalle. Bekomme ich ja eigentlich am Rand Schaden, wenn ich da reinlaufe? Ich glaube nicht, oder? Das macht das so, das macht diesen Boss zumindest so viel einfacher. Und ich glaube, das kann man auch bei anderen gut benutzen. Es ist ja voll der Easy-Mode. Infanterie-Granate 3, nö. Ansonsten Malachit, Amethyst, ja, ja, noch ein Amethyst. Was haben wir hier? Wurfmesser 3, Entwurf erworben, schwer, ach nee, das ist das, schwere Armbrust, Entwurf erworben, ja. Wurfmesser 3, genau, das können wir wiederverwerten, ist jetzt nicht so toll. Pyrotechnik gefällt mir auch, neben der Peitsche. Also hier gibt es schon ein paar ganz coole Angriffe, die das Spiel schon, glaube ich, also wirklich um einiges leichter machen. Das könnten wir aufwerten, aber wie, ja, Bärenfalle 1, nein. Würde ich, glaube ich, auch nicht aufwerten. Weiß nicht, gibt es später noch eine dritte Falle hinzu, dann wäre das vielleicht eine Option, aber so für sich allein genommen, das reicht ja. Dass die Gegner bewegungsunfähig gemacht werden, da reicht der Bärenfalle 1 locker aus, meiner Meinung nach. So, ansonsten der ganze Kram hier. Ah. Hm, ich glaube, ich lasse das so. Ich habe jetzt auch momentan nicht so viel Gold. Schwere Armbrust. Okay. 12 Zellen, die packe ich natürlich hier. Nein! Verdammt! Egal. Ja, egal. Die paar Zellen kommt es jetzt auch nicht an. So, Mutation könnten wir zurücksetzen, aber ich glaube, das ist ganz okay soweit. Dann füllen wir mal kurz hier die Heiltränke wieder auf. Ansonsten, was haben wir denn hier? Da geht's weiter. Das sieht ja schon sehr interessant. Ach, komme ich hier wieder nicht. Schlummer des Heiligtums. Interessant. Ah. Ich würde ja fast davon ausgehen. Gibt es später hier noch sowas wie einen Wandsprung? Ich meine, da kann ja auch nichts aus dem Boden wachsen an der Stelle. Deswegen. Kann man vielleicht selbst Plattform erschaffen? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, irgendwas wird es geben. So. Die Angriffsgeschwindigkeit ist zwar jetzt nicht so hoch mit dem Ding, aber die Reichweite ist der absolute Hammer. Ha! Zwei auf einen Streich. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Nerv nicht. So. Ah, da haben wir wieder was. Das werde ich bestimmt auch das ein oder andere Mal auf jeden Fall übersehen. Da gebe ich mir keine Illusionen hin. So. Gehen wir hier erstmal rein. Da ist nix. Und dann, was ist mit dir da oben? Würde gerne, danke. So, Schlüssel haben wir. Ansonsten ist hier und nichts, sonst nichts weiter. Ein Fleischspieß. Ja gut, brauche ich nicht.
alles kaputt hacken. Kein Thema. Hier können wir durchrollen. Können wir ja auch gleich wieder zurück. Und da unten war noch was. Da war die andere Tür. Dann gehen wir hier erst nochmal mit rein. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier die ganzen Türen mit. Oh, okay. Hähnchen, mehr Fleischspieß, Fiolennachfüllung. Das ist natürlich super. Und ich habe es ja schon mal gesagt. Das ist so verständlich. 32.300 Gold. Das ist schon... ja, eine Menge. Ich glaube, gut, ich weiß jetzt nicht. Schwer einzuschätzen, wie weit ich so im Spiel schon war. Warum? Das ist ja voll die Verarsche. Ich habe da eigentlich drüber... Reichweite hat eigentlich gepasst, aber da war was im Weg. So, machen wir damit weiter. Und dann geht's hier wieder hin. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Dass... oh, Geheimnis entdeckt. Malachit. Dass die Gebiete sich schon sehr stark ähneln. Ich kann halt auch absolut nicht einschätzen, wie viel ich jetzt hier schon vom Spiel gesehen habe. Was da noch so alles kommt. Ich würde sagen, wirklich... hallo, ich würde einfach hier gerne runterfallen, danke. Weiß ich nicht. Vielleicht 20%? Kommt das hin? Oder ist das schon... ich kann das absolut nicht einschätzen, wie auch. Wie sollte ich das auch können? So. Oh, das, ja, wäre okay, aber das hält, sind dann auch nur zwei Fallen plus 50% Schaden. Hm. Wie darf ich das jetzt verstehen? Macht die Fähigkeit 50% mehr Schaden als normal? Oder mache ich dann mehr 50% Schaden, wenn die Bärenfalle irgendwen erwischt hat? Blutschwert. Ich glaube, ich möchte hier auf jeden Fall die Bärenfalle. Ja, da kann ich ja nur durch Gewinnen lässt nach Zerstörung eine Granate fallen. 34 Schaden, das ist ja... bin ja hin und weg. So. Dann mal zurück. Das ist immer so ein bisschen irritierend, dass man hier gleich am einen Ausgang wieder rauskommt. Bin das eher so von Spielen gewohnt, dass man dann an der Stelle hier wieder rauskommt. So, wir können da auf der Seite noch hoch. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und das machen wir auch. Die Frage ist jetzt nur, wie lauft ihr? Ja gut, Feuer ist halt... mehr was für einzelne Gegner. Zumindest, ich glaube, das sah gerade schon sehr stark danach aus. Da komme ich jetzt nicht hoch. Mit einem Dreisprung würde ich da wahrscheinlich hochkommen. Nein, lass das. Nein, lass das, genau. So. Nein, lass das. Ich hack mich hier einfach durch. Komme, wer will. So, dann hier kommen wir durch. Das habe ich auf jeden Fall sofort gesehen. Ja, ab und zu sehe ich dann doch mal was. Gut, dann müssen wir da wieder rüber. Ja, dass die Gebiete sich so ähneln, das ist halt schon ein bisschen... das ist natürlich wunderbar zur Orientierung und so. Aber generell, ich weiß nicht, ob mir das auf Dauer, ob das auf Dauer wirklich so spannend ist. Gut, aber ich gehe halt stark davon aus, dass dann die Level... also es gibt wohl feste... gut, dich kann ich auf jeden Fall nicht treffen. Also feste Stücke... die halt immer gleich sind und ein Teil ändert sich.
Aber bisher sieht das doch alles recht ähnlich aus. Was ich ja schon irgendwie... Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber gut. Man kann sich da natürlich sehr viel besser orientieren. Ich stehe mal zu nah an diesen Viechern dran. Okay, gehen wir hier rein. Hier ist mal wieder der Kram, mit dem ich immer noch nichts anfangen kann. Aber man kann doch, was die Gebiete angeht, nicht zurückgehen, oder? Wie soll ich denn da jemals da was machen können? Es sei denn, ich kann was... Okay, das ist wahrscheinlich wie bei den Ranken, dass ich permanent was freischalte. Sehr wahrscheinlich. So. Ich nehme jetzt... Na komm, ich nehme weiter Brutalität. Was soll's? Bisher funktioniert das wunderbar. Also, so ist das immer das Problem bei solchen Spielen. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache konzentriert und beispielsweise was anderes dann komplett vernachlässigt, dann könnte man irgendwann ganz schön große Probleme bekommen. Ich finde das ja sehr toll, dass wenn ich hier die Pyrokeule auspacke, er sich nicht mehr festhält. Da oben ist eine Kiste. Die will ich auf jeden Fall haben, aber ich möchte euch gerne... Ach, du kannst echt die verdammten Viecher hier durchwerfen. Ach, sowas mag ich ja mal überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, eine Grillpfanne. Aber ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden damit. Ah gut, Pyrotechnik will ich behalten. Nee, dann lassen wir das jetzt mal mit der... Ich nenne das Ding ja immer Bratpfanne. Grillpfanne. Wie auch immer. So. Halt. Nehmen wir das erst nochmal mit. Dann kann ich jetzt nämlich auch mal wieder überleben. Einpacken, auspacken. Mitnehmen. Und was haben wir denn hier? Das ist wieder so. Ansonsten war ich hier überall. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, hier haben wir schon wieder einen Teleporter. Das sammeln wir dann nächstes Mal ein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.